Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ja, wir werden ganz kurz wieder mal was umrüsten. Es tut mir so leid. So, es ist hier auch ganz schön dunkel im Raum mittlerweile, weil draußen gibt es eine dicke Wolkendecke. Ich glaube, es fängt bald an zu regnen. Und ja, jetzt ist es hier bei mir etwas dunkler. Aber im Dunkeln ist gut munkeln, heißt so schön. Deshalb warte mal ganz kurz, vielleicht habe ich da eine andere Möglichkeit. Hier. Ah, das ist schwarze Magie. Vielleicht habe ich nirgendwo irgendwie Silberzunge. Na, das geht nur hier. Geht nur beim Ring. Ich wollte nur schauen, ob ich die Möglichkeit habe, schmutzige Tricks irgendwo anders noch zu aktivieren. Das müsste jetzt passen mit dem Schlösserknacken. Wir werden es gleich sehen. Ich hoffe halt. Na. Ah, das wäre ein eigener Lernpunkt, ne? Ja, ja. Geschicklichkeit oder Gerissenheit, so war das, ne? Ja, Entschuldigung. War nur ein Versuch, dann belassen wir das natürlich. Gerissenheit, so kann man das nicht. Warte. Für 4000 Ruhm. Entschuldigung. Probieren wir mal. Ja, schon besser. So. Warte mal. Passt das so? Ich mach da was verkehrt, ne? Warte mal. Klack. Dahinter, dieses System habe ich noch nie geblickt. Müsste es jetzt schon auf sein? Warte. Warte so. Bin zu blöd zum Schlösser knacken. Ja, das kann schon mal passieren. Ich muss das nochmal anschauen. Warte. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich mache gleich irgendwas. Ah, schön, 2 Proviant und 14 Gold. So, ich bin der beste Schlösserknacker auf der ganzen Welt. Jawohl. Da, schleichen wir uns wieder raus. So, und da. Wie schaut's hier eigentlich mit? Rein, raus, was immer du willst. Ja. Ich wollte Taschendiebstahl probieren, aber da hat ja nie was besessen, ne, sozusagen. Proviant, weißt du was, Lagerfeuer? Wir haben ganz schön viel rohes Fleisch. Wenn ich da jetzt 8 verbraten tue, wird wohl keiner schimpfen. So, und vielleicht 4 von den Hähnchendingens. Dann haben wir insgesamt... Wie viel Proviant? Ich hoffe, ausreichend. Warte mal. Wir haben 110 Proviant. Das reicht schon mal fürs Erste. Wieder mal. Das ist, glaube ich, gut. Servus, hast du einen Namen? Ranak. Was weißt du über Captain Crow? Was weißt du über Captain Crow? Malava, du willst sprechen? Ich sage dir, ich bin hungrig. Bring mir Fleisch, dann sprechen wir. Ja, ich schau mal, was ich finden kann. Ich sage dir auch was. Rede mit mir, oder? Na, ich schau, was ich machen kann. Ich schau mal, was ich finden kann. Ja, bist du da abgehungert. Abgehungert, verstehst? Mein Platz ist jetzt hier. Er braucht Fleisch. Ich hab Fleisch. Quest? Ist es ein bestimmtes Fleisch, was der haben will? Logbuch? Hm.
wahrscheinlich ein bestimmtes Fleisch. Wahrscheinlich auch im Lager drin. Würde mich jetzt ja gar nicht wundern. Arbeiter, okay, die sind alle namenlos. Und wir wissen ja, jeder, der keinen Namen hat, der hat meistens auch nichts für uns. Sieht das jemand? Wenn ich den jetzt mitgehen lasse? neuer Spielstand, richtig. Warte, ich, einen siebten habe ich noch nicht. Doch, Reserve. Warte. Wenn ich jetzt so machen würde, warte. Ah, ich Idiot. Entschuldigung. Das war verkehrt. Das wollte ich so gerade nicht. So, Spielstand. Na, Leertaste 007. Ja, James Bond Spielstand. Ja, passt. Passt, niemand hat was mitbekommen. Das ist super. Die erste Flasche Rotwein haben wir schon mal. Das ist ja fein. Lalala. Eine Wache. Was haben wir hier? Wer bist du? Miguel. Ah. Ich bin Miguel. Ja? Der Lagermeister von Puerto Isabella. Was kann ich für dich tun? Ich bräuchte Rotwein, bitte. Nein, kann ich bei dir was kaufen? Kann ich bei dir was kaufen? Nein, darum kümmert sich meine Frau Sophia. Ich dachte, du bist der Lagermeister. Ich habe genug zu tun. Alles, was rein und raus geht, wandert über meinen Tisch. Und seit Alcazar die Rationierung befohlen hat, muss jede Liste doppelt und dreifach geprüft werden. Na toll. Die meisten Leute machen sich ja kein Bild davon, wie nervenaufreibend Buchführung sein kann. Solange alles läuft, bemerkt mich niemand. Aber wehe, es fehlt mal was, dann bin ich es wieder gewesen. Natürlich. Es ist der... Ja. Der Buchhalter ist immer schuld, wenn die Firma zugrunde geht. Immer. So schaut's aus. Eigentlich interessiere ich mich nicht für Buchführung. Ich kenne das. Undank ist der Weltenlohn. Ja, mach mal so. Ich kenne das. Undank ist der Weltenlohn. Du sagst es, mein Freund. Du sagst es. Hör mal, du siehst wie ein Mann aus, der viel rumkommt. Ei. An den Stränden liegen noch Frachtkisten. Ich hab's gewusst. Alles Zeug, das irgendwann mal angespült wurde. Ja. Und die soll ich dir bringen? 10 Stück. Ich werde dich dafür gut entlohnen. Also, überleg's dir. Können wir machen. Warum wird rationiert? Warum wird rationiert? Mach dir keine Sorgen, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wegen dem Piraten. Diesem Captain Crow. Solange wir nicht wissen, ob er eine Gefahr für uns ist, geht Alcazar auf Nummer sicher. Sehr vernünftig, wenn du mich fragst. Okay. Was weißt du über Crow? Was weißt du über Crow? Er tauchte plötzlich mit seinem Schiff vor unserer Küste auf und hat einen unserer Vorposten überfallen. Oh. Nur dem schnellen Eingreifen von Alcazar ist es zu verdanken, dass er nicht auch noch die Stadt geplündert hat. Was ist passiert? Er hat das Piratenschiff aufgebracht und versenkt. Eine Schande um die Vorräte, die dabei vernichtet wurden. Ja, wir hätten sie hier gut gebrauchen können. Und was ist mit Crow, jetzt wo er kein Schiff mehr hat? Und was ist mit Crow, jetzt wo er kein Schiff mehr hat? Tja, das wissen wir nicht. Er hat sein Schiff verloren, aber er ist immer noch draußen im Dschungel. Aha. Und nach dem, was man so hört, ist er ein gefährlicher Mann, der dem Tod mehr als nur einmal von der Schippe gesprungen ist. Ich wäre auf jeden Fall vorsichtig, solange er noch hier ist. Zum Glück ist Alcazar der gleichen Meinung. Deshalb auch die Rationierung. Danke für den Tipp. Erzähl mir was über die Stadt. Erzähl mir was über die Stadt. Im Augenblick haben wir hier eine Festung. Einen Landungspunkt, von dem wir den Kontinent erforschen können. Die unterste Ebene bildet der Hafen. Hier gibt es ein Tor und das Lagerhaus. Dort hast du nichts zu suchen. Ebenso wenig auf dem Schiff. In der Mitte findest du die Handwerker und den Schweinebauer. Zu oberst steht die Garnison. Dort findest du Kommandant Sebastiano und die Protektoren. Ja, noch Fragen? Ich habe noch Fragen zur Stadt. Wo finde ich hier... Gibt es noch weitere Zugänge? Ja, vielleicht das. Gibt es noch weitere Zugänge? Es gibt einen Weg durch das Tal, der zur mittleren Ebene führt. Der wird ebenfalls von uns bewacht. Und da gibt es natürlich noch das Haupttor, oben bei der Garnison. Ich nehme an, das wird ebenfalls bewacht. Du sagst es. Wo darf ich hin? In den Häusern hast du nichts zu suchen. Das gilt vor allem für das Lager, ne? Aber auch für das Schiff. Und die Garnison? Ja, das klärst du am besten mit Kommandant Sebastiano. Sebastiano ist hier? Das ist doch der Typ,
von der anderen Insel? Ja, okay, die sind auch abgereist. Na, Logo. Servus, Penito. Schaust du dir die Geschütze an? Ganz schön beeindruckend, was? Die Rohre sind extra für diese Expedition gegossen worden. Die haben eine größere Reichweite als die meisten Deckgeschütze. Nett. Nett? Was du hier siehst, mein Freund, ist das Beste, was die Rüstungsschmieden Calderas je verlassen hat. Okay. Bist du der Kanonier? Bist du der Kanonier? Ist das so offensichtlich? Nur ein bisschen. Ja. Nein, eigentlich nicht. Ja. Ja. Du bist offen heraus. Das gefällt mir. Ich weiß, manchmal geht meine Begeisterung mit mir durch. Aber Kanonen sind nun mal mein Leben. Siehst aus wie ein Seemann. Du bist doch kein Pirat, oder? Nein, aber man sieht auch an deiner Frisur, dass du definitiv Kanonenkugeln magst. Ihr tragt beide dieselbe Frisur, nämlich eine Glatze, ne? Doch ich diene unter Captain Stahlbart. Nein, kein Pirat, nur ein einfacher Seemann. Ich gehöre zur Inquisition. Nur ein einfacher Seemann. Nein, kein Pirat, nur ein einfacher Seemann. Ja. Ein Pirat würde hier wahrscheinlich auch nicht rumlaufen. Richtig. Dabei würde ich mich gerne mal mit einem unterhalten. Ich möchte nämlich mehr über Seeschlachten wissen. Warum sind die Kanonen zur Seeseite ausgerichtet? Jo? Warum sind die Kanonen zur Seeseite ausgerichtet? Die Molukken halten wir mit unseren Musketen in Schach. Aber was, wenn ein Schiff kommt? Crow hat es bereits versucht. Wir haben ihn mit der Black Betty verfolgt und ihn auf den Grund des Meeres geschossen. Sind das alle Kanonen? Sind das alle Kanonen? Nein, wir haben noch ein paar Kanonen auf den Türmen. Damit können wir den Feind ins Kreuzfeuer nehmen. Okay. Hast du denn schon mal auf einem Schiff gedient? Natürlich. Es ist das Größte. Dieser beengte Raum, diese Schräglage und das Schlingern und Stampfen des Schiffes. Nur ein wahrer Meisterkanonier kann in so einer Situation einen sicheren Schuss setzen. Der ist irgendwie nett. Ich mag den. Benito. Was haben wir denn da? Verschlossen. Aha, 50 brauchen wir da schon. Okay. 50 Gerissenheide. Also Dings. Das wird wahrscheinlich so Stufe 8 sein, denke ich mal, ne? Oder mehr? Stufe 9, 10, sowas rum. Mit der haben wir schon gesprochen. Ich werde mal für speichern. So. Bevor hier wieder was in die Hose geht. Ich glaube, es hat keiner mitbekommen, dass ich da bin. Hoffe ich mal. So. Jawohl. Wir haben Goldbahn und Gold. Nehmen wir gerne mit. Wir räumen gleich mal wieder das Lagerhaus aus. Das erste, was wir tun, ist Lagerhaus ausräumen. Wenn sie schon so nett sind und alles für uns da horten, ne, dann bitte. Nur die eine Kiste davon könnte schwierig werden. Aha, wow, da brauchen wir schon sehr viel Schlösser knacken. Also sehr viel Gerissenheit. 75 wollen die haben für die Tür. Autsch. Leise, 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 leise. So. Da mal ein bisschen ums Eckerl schauen. Dreh dich bitte wieder um. Das wäre sehr nett. Kann ich nämlich noch probieren, die eine Kiste da hinten auszuräumen. Ja, dreh dich schon mal um. Das ist sehr nett. Ich würde sagen, ja, ich weiß, ich bin speicherwütig, aber... Aha, die hat zu viel. Okay. Leise, 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 leise. Und da. Müssen wir noch ein bisschen üben. Aber wenigstens haben wir schon mal eine Kiste. Das ist ja schon mal was. Meine Lieben. Was haben wir da? Schwarzer Oleander. Halt. Oh, ruck. Ah, da haben wir noch eine Kiste. Ist hier jemand? Tatsächlich, da kommt der Kerl, ne? Geht das noch? Ja. Rotwein. Nummer 2. Servus, Herr Wache.
Du kannst bitte wieder abhauen, damit ich die Kiste da loben kann. Schau, wie der gehorcht. Die haben sogar die Schritte drauf, wie es wirklich die Wachen haben. Voll cool. Also echt cool programmiert wieder. Also wirklich cool. Also wirklich super. Mir gefällt das gut. So, Proviant und Gold nehmen wir gerne mit. So, wir haben 2 Flaschen Rotwein. Fehlen noch 3. Was haben wir denn hier für einen Gesellen? Chopper! Oder Copper? Copper, ne? Chopper wäre mit CH, ne? Also Copper. Hallo. Was willst du? Was du wolle. Du hast wohl viel zu tun. Du hast wohl viel zu tun. Diese verdammten Protektoren. Keiner von denen respektiert meine Arbeit. Die kümmern sich einen Dreck um den Zustand ihrer Waffen. Ist ja klar, dass die Dinger in kürzester Zeit vor die Hunde gehen. Und wer darf sich jetzt um den Nachschub kümmern? Einmal darfst du raten. Ich kenne diese Synchronstimme. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, spricht dieser nette Herr einen gewissen Frall von World of Warcraft. Entschuldigung, was? Kann ich irgendwie helfen? Kann ich irgendwie helfen? Ja. Oh, du siehst nicht gerade wie ein Schmied aus. Aber ich kann es lernen. Wenn du meinst. Aber dann hau rein, wir haben viel zu tun. Zeig mir mal was von deiner Schmiedekunst. Zeig mir mal etwas von deiner Schmiedekunst. Moment, zeigen kostet was, Junge. Ich hoffe, du hast Gold. Ich mach das nämlich nicht zu meinem Spaß. Und gefalscht wird bei mir nicht. Immer dasselbe. Hier ist dein Gold, zeig mir, wie man schmiedet. Ach du Heilige, Klingensechse, aha. Was hast du denn im Angebot? Taschendiebstahl versuchen. Das hat sich gelohnt. Super. Was, wie, wo, was? Was haben wir denn? Zumindest wenn es jetzt nicht der Synchronsprecher vom verehrten Frall ist, dann hört es sich sehr nach ihm an. So, Charakter. Klingen haben wir erst 3. Och, pfui, Spinne. Da fällt aber noch schön viel, bis wir da schmieden dürfen erst. Erst mit Klingen 6 dürfen wir das machen. Das ist nicht so klasse, ne? Ich meine, was lernen wir denn? Hiebwaffen, mehr Stichwaffen, Wurfwaffen, das macht halt mehr Damage dann, ne? Boah, ey, ich trau mich fast noch nicht. Ich will vielleicht noch ein bisschen warten. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen komisch, aber ich warte lieber noch. Was hast du denn im Angebot, mein Bester? Was hast du denn im Angebot? Zu kaufen oder nur gucken? Kommt auf deine Ware an. Na ja, schon gut. Hier ist dein Gold. Na, noch nicht. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Piratensäbel. Koromente. Was soll ich Damage machen, meine Lieben? Schwert. Boah. 30 bis 65 Schaden. Wir haben was? Deine beste Waffe ist ein Säbel. Den habe ich nicht ausgerüstet. Bin ich bescheuert? Offiziersschwert. Sturmdorn. Krummdolch. Bauplan für einen Degen. Oi, da Deichsel ist das schwer. Ist so teuer. Puh. Ja. 35 bis 50. 30 bis 65. Der wird der schwer. Stichwaffen plus 10. Der ist aber sauteuer. Aber wir werden sowas brauchen. Wir werden das definitiv brauchen. Was habe ich denn eigentlich an? Ich habe ins. Zu wissen, ob wir irgendwo ein Schwert anfinden. Aber ganz ehrlich, ich wäre jetzt ganz verliebt in dieses Schwert. Schwert, Schaden 30 bis 65, Talent Stichwaffen. Stichwaffen plus 10, Gold kosten 1100. Es gibt nicht wenige Kämpfer, die sich lieber auf ihr gutes altes Schwert verlassen, als auf einen biegsamen Degen.
Ich bin auch so ein Schwertfan eigentlich. Ich meine, wir können bei ihr ganz viel Idol und so verkaufen, ne? Bei der guten Dame da unten. Bei der Sophia. Dann wäre unser Goldvorrat, sage ich mal, wieder aufgefüllt. Ich bin wahnsinnig. Danke. Ich bin einfach wahnsinnig. Ich mache das jetzt einfach mal. So, ich mache das einfach mal und rechte Hand kommt das Schwert hinein. So. Na bitte, schaut da noch was aus, oder? Ich mag Schwerter. So. Gut. Mein Herz blutet. Jetzt machen wir definitiv ein bisschen mehr Damage, das ist ja auch nicht schlecht. So, was wir noch brauchen, ist einmal auf die Uhr zu schauen. So. Ich habe damit so. Wir haben noch ein paar Minütchen. Das ist aber schön. Das freut mich sehr. Denn wir brauchen, und das ist nicht geschwindelt oder gelogen. Kann ich rüber? Ja, super. Wir sehen, was ein gezähmtes Warzenschwein. Aha. Ein Arbeiter, okay. Ein Schweinedrog, eine Kiste. Aha. Vielleicht können wir die mal ausrauben. Und Tito. Das ist kein Pokémon. Nein. Das ist kein Pokémon. Das ist ein Mensch, glaube ich. Hey. Hallo. Ich bin Tito. Tito der Metzger. Was macht ein Metzger hier am anderen Ende der Welt? Was macht ein Metzger hier am anderen Ende der Welt? Die besten Steaks im Umkreis von 100 Meilen. Hast du Hunger? Hast du Gold? Wenn ja, bin ich dein Mann. Der hat Steaks. Hast du nur Fleisch? Hast du nur Fleisch? Hey, Waffen bekommst du beim Schmied oder bei Webster. Bei mir gibt's saftiges Schweinefleisch. Und zeig doch mal, was du hast. Ich hab kein großes Angebot. Wegen der Rationierung. Ha! Aber ich sag dir was. Wenn du mal Lust auf Fleisch hast, stell ich dir ein Päckchen zusammen. Steaks, Lendenkoteletts, Bauch, all die guten Sachen. Mach ja auf! Sollen wir das mal uns antun? Ich tue es mir Gib mal mir an. Ein Fleischpaket. Das bleibt aber unter uns. Ja, alles gut. Boah, das muss ich mir jetzt gerade mal anschauen. Boah, da kriege ich voll Hunger, ey. Ja, ich bin Fleischfresser. Ich mag aber auch wahnsinnig gern Gemüse. Es gibt eigentlich fast nichts, was ich nicht mag, bis auf diese Innereien-Geschichten wie gebackene Leber und... da stellt es mir... Oh Gott, mir graust es gerade. Die Sachen mag ich überhaupt nicht, aber ansonsten so wurscht, ob es jetzt am liebsten habe ich Nudelgerichte, sage ich ganz ehrlich. Also köstliche Spaghetti in verschiedenen Varianten, boah ey. Oh, ich muss aufhören. Ich muss aufhören, der Magen knurrt. Ich will Spaghetti haben. So. Die könnt ihr von mir aus jeden Tag geben. Also, ja, jeden Tag in verschiedenen Varianten, sei es jetzt mit Basilikum oder mit Tomate oder mit Tomaten und Verschierten, ist mir wurscht wie. Hab's auch Spaghetti. So, Entschuldigung. So, Schrott. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte das Fleischpaket aufmachen. Benutzbar. Ist das einfach so drin oder muss man das noch aufmachen? Dann würde es bei Blunder dabei sein, wenn man das aufmachen könnte, ne? Rohes Fleisch, rohes Fleisch, rohes Fleisch. Da ist aber nichts dabei. Sichel, Jadestein, Schale, Kerzen, Silberpokal, Rezept für Bloody Mary. Fleischpaket, da ist es. Eine Auswahl von Titos Waren, unverkäuflich. Keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir das für eine Quest. Wer bist denn du? Webster. Was darf sein? Pistolen, Kugeln oder Pulver? Ganz egal, ich habe alles da, solange du zahlen kannst. Verkaufst du auch Musketen? Verkaufst du auch Musketen? Ah, da weiß einer, was er will. Eine gute Muskete ist der beste Freund, den man hier draußen überhaupt nur haben kann. Aber wehe, sie gelangt in die falschen Hände. Dann können wir uns direkt einsagen lassen. Also hast du welche? Natürlich, aber ich darf sie dir nicht verkaufen. Zumindest nicht, ehe Sebastiano sein Einverständnis gegeben hat. Ist es normal, dass der so schwarze Hände hat? Wahrscheinlich liegt es am Schießpulver, ne, oder was?
Was hat Sebastiano mit den Musketen zu tun? Was hat Sebastiano mit den Musketen zu tun? Hast du mir nicht zugehört? Die Wilden machen schon genug Probleme, von den Piraten ganz zu schweigen. Wenn die jetzt auch noch unsere Musketen in die Finger kriegen, haben wir mächtig Ärger am Hals. Jo, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Die Zwillinge. Was ist das? Schaden 70, du Heilige. Talentpistole, Reichweite 8 Schritte, Nachladezeit 15 Sekunden, Pistole plus 10. Gold kosten 950. Leichter als eine normale Pistole, dafür aber mit 2 Läufen bestückt. Das heißt, also ein bisschen mehr Damage hat sie und ein bisschen schneller Nachladezeit. Mehr hat sie nicht. Mörserpistole. Die wahnsinnig viel große Nachladezeit, das ist ja Blödsinn, oder? Was ist eine Schrottpistole? Achso, das, was wir wahrscheinlich gerade tragen. Achso, Pistole sogar schlecht, also billig einfach. Bestens geeignet für Kämpfe unter Deck oder auf engstem Raum. Aha. Kugeln haben wir da, 100 Stück. Ein Gold kosten nur? Warte mal. Haben wir auch noch, oder? Warte, ich kaufe vielleicht jetzt nicht unbedingt so viel. Ich kaufe vielleicht 22 oder so. Hm? Machen wir mal so. Okay. Dann haben wir 30 Kugeln. Das ist ja nicht schlecht. Schrot haben wir gar nichts. Eine Pistole werde ich jetzt auch nicht unbedingt verkaufen, glaube ich. Jemals einen Speer benutzen. Ah, schau, wir können da. Okay, die Pistole. Wir haben eine bessere ausgerüstet. Die ist schlechter. Können wir die hergeben, oder? So, ist schon passiert. Habt's nichts mitbekommen. So, naja, also alles durch, da ich bin ein Trottel, Entschuldigung. Ich verkaufe das einfach mal, das wird schon passen. So, ich bin mal weg. Gut, dann haben wir hier den Waffenhändler, alles klar. Ich suche aber nach Wein. Du kannst aufhören zu schleichen, ich hab dich gesehen. Was? Wie kannst du mich sehen? Dabei habe ich doch gerade so brav und so gut mich da rangeschlichen. Ja... So, braucht jemand diesen... Hoppala, Goldklee. Oh, da kommt ein Wetter. Ein Wetter. Ist er jetzt weg? Okay. Rotwein. Yes. 3 haben wir schon. Fehlen nur noch 2. Oh, eine verschlossene Truhe. Ich hoffe, da kommt er jetzt nicht rein. Das wäre jetzt echt blöd. Deshalb werden wir auf den Reservespielstand speichern, glaube ich. Wo ist er denn? Reserve 1, das klingt auch gut. Ja. So, dann rühren wir unser Glück hier. Mit der Kiste. So. Da ist noch einer drin. Ratschloss. Ein Ratschloss? Goldwert 15, wichtiges Bauteil zur Herstellung von Musketen und Pistolen. Aha, ein Rotwein und 10 Gold. Es fehlt nur noch ein Rotwein, meine Lieben. Ein Rotwein, dann haben wir die Quest schon fertig. Der ist ein bisschen ein Säufer, der Kerl da, ha? Huh? Ist er da? Na, der schaut nur nach. Das war gut gemacht. Ich werde trotzdem nochmal speichern. Und zwar diesmal original auf Sima drauf, auf den Sima-Spielstand, weil das haben wir gut gemacht. So, wer bist du? Eusebio. Hey, sieh mal an, der Pirat. Du kennst mich? Hey, Puerto Isabella ist nicht gerade eine große Stadt. Neuigkeiten sprechen sich schnell rum. Ich bin doch kein Pirat. Mehr ist nicht zu holen. Mehr ist nicht zu holen. Was weißt du über die Gegend? Was weißt du über die Gegend? Da draußen ist das Dschungeltal. Wenn du da schon rumläufst, solltest du aufpassen. Wieso? Da draußen gibt's wilde Tiere und stinkende Molukken. Die töten dich, bevor du es merkst. Wer? Die Tiere oder die Molukken? Beide.
Super. Das macht Mut. Boah, da kommt echt schickes Wetter, ne? Ich finde das so cool. Ich mag das Spiel. Das Spiel ist so cool. Lala. Naja, und der Part ist auch wieder vorbei, meine Lieben. Ach, wir haben schon 4 rote Weinflaschen. Das ist super. Uns fehlt nur noch 1. Mal schauen, ob wir das im nächsten Part finden tun. Mir wäre es sehr lieb, ehrlich gesagt. Dann können wir das schon mal abgeben und ein bisschen Gold für uns verdienen. Aber bis dahin bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!